Das ist die Botschaft des heutigen Jahrestages. Die Arbeit ist mit dem deutschen Atomausstieg Ende 2022 nicht beendet. Im Gegenteil, mein Haus und ich als Ministerin für nukleare Sicherheit arbeiten mit voller Kraft weiter. Und in welcher Form das geschehen soll, haben wir zusammengefasst in einem 12-Punkte-Papier für die Vollendung des Atomausstieges, und zwar in Deutschland, Europa und international. Die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten hat nie auf die Nutzung der Atomkraft gesetzt. Die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten. Und ich will mit gleichgesinnten Staaten in Europa aktiv dafür werben, dass sich weitere Länder den Kurs des Ausstiegs aus der Atomenergie anschließen. Wenn es um die Finanzierung geht, werde ich mich mit dem BMU weiterhin konsequent gegen einen europäischen Förderrahmen, Leitlinien oder europäische Förderinstrumente aussprechen, die Atomkraft als förderfähig oder gar als nachhaltig ansehen. Wir lehnen die Subventionierung von AKWs mit EU-Mitteln sowie jede öffentliche Förderung von AKW-Neubauten ab, auch in Form von Exportgarantien. Staatlich geförderte AKW-Neubauten in der EU sind nicht im deutschen Interesse und auch nicht im Sinne von Klimaschutz und Energiewende. Wirklich nötig ist der massive Ausbau von Wind- und Sonnenstrom. Das ist das, was wir brauchen, und nicht neue AKWs. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.